Willkommen zurück zum Theater und meinem Priscilla-Lebensfotobalken. Eine Schlangenzunge, lecker. Oder auch nicht, finde ich echt ziemlich ekelhaft. Man kann ja die Zunge wie so durchschneiden, dann bewegt sie sich auch so schlangenförmig. Habe ich schon willkommen zurück zur Witcher 3 gesagt? Wenn nicht, habe ich das jetzt gemacht. So, wir sind immer noch dabei, den Künstler-Ehepärchen oder nicht Ehepärchen, aber Künstler-Ehepärchen Priscilla und Rittersporn irgendwie zum Glück zu verhelfen. Indem wir irgendwie Rittersporns. Die haben überhaupt keine. Indem wir einfach mal Rittersporns Träume versuchen zu verwirklichen und indem wir irgendwie seine Kabarettpläne umsetzen. Und das machen wir anscheinend so, dass wir irgendwie ihm dabei helfen, Geld zu akquirieren Der hätte ich vielleicht eingreifen können, oder? Bei so einem kleinen Nebenbeigespräch? Obwohl, gab's. Renn ich hier irgendwo gerade hin? Alles in Ordnung? Mach aus! Ach! Das ist da, denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Es tritt ein, der Held. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du das denn jetzt schon wieder? Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Hubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Dieser Wortschmied. Na, dann suchen wir den dummen Schlüssel. Gut, suchen wir den Schlüssel. Obwohl man das Problem deutlich leichter lösen kann. Ich weiß nicht, ob in so einer großen Stadt wie Novigrad das nicht so mega gefährlich ist, einen Schlüssel gefunden? Aufzubauen. Ja, unter diesen unauffälligen Steinen. Neben der Tür. Nicht hier. Ach, verdammt, doch nicht. Zum Glück ist die Bubble nicht besonders groß, aber wissen nicht, gerade in Novigrad, wenn hier irgendwie Kinder durch die Landschaft rennen. Ah, der Schlüssel. Dann ist das ja schon ein bisschen gefährlich, oder dass irgendwelche Leute random dein Zeug finden, oder? Skandalös, solche Missgeburten in die Stadt zu lassen. Ja, solche wie euch zum Beispiel, die über Leute einfach auf einer Straße lästern. Guten Tag. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum. Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Darf ich ihn umbringen? Ich hab dich höflich aufgefordert. Du wolltest bloß nicht hören. Und ich bin nicht der Typ für zweite Chancen. Halt dich da raus, Mutant! Sonst ist es am Ende noch dein Schädel, der eingeschlagen wird. Meine Herren, bitte! Da, bitte. Ein Wort zu viel. Muss ich ihn jetzt kaputt hauen? Was? Mensch, hast du Angst? Komm schon, schlag komm ihn. Näher. Der ist mit 15! Verdammt, das ist... Los, auf ihn! Hallo, Geralt, oh Mann, ist das hier so scheiße eng hier in der Bude. Hallo, Geralt, verdammte Hacke! Weich doch mal aus! Oh. Das ist... Jetzt verliere ich das hier, weil ich die ganze Zeit, weil ich die Hälfte der Zeit nicht sehe. Und mich nicht bewegen kann. Ja, keinen Schaden nimmt. Schlagt ihn! Tötet ihn! Tötet ihn, also das ist aber nicht die feine Art hier. Ich hätte übrigens gerne ein bisschen. Ich hätte gerne ein bisschen, Puffer eigentlich hier für mein. Für mein Dings hier. Du verfluchter Bastard! Ja, bestimmt hier. Jetzt beruhige dich. Da ich auch nicht zaubern kann an solchen Sachen, das würde Faustkämpfe viel einfacher machen.
Prinzipiell habe ich ja sowieso nur eine Taktik. Du verfluchter Bastard! Eigentlich müsste doch Geralt. Was ist der Typ überhaupt vom Beruf, dass er überhaupt körperlich auch nur ansatzweise eine Chance gegen Geralt hat? So, überzeugt. Tut mir leid, Liebes. Geralt lässt sich manchmal hinreißen. Ach, vielleicht ist es besser so. Bei der Schlägerei hatte ich gar kein Mitleid. Das heißt dann wohl, dass ich mir die Gefühle für Hubio nur eingebildet hatte. Du bist nicht sauer? Nein, dankbar. Ich brauchte wohl einen solchen Schock, um zu merken, dass es mit Hubio und mir nicht funktioniert. Ich würde gern mal was Neues versuchen. Wäre froh, mit eurer Revue anzufangen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im Rosmarin und Thymian. Ha! Tja, ja. Es fliegen wohl doch nicht alle Frauen auf arrogante Trottel. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Ja, da hat er auch Wissen, Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Nein. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Das Ding ist, wir reden hier gerade von Geld. Haben wir überhaupt sichergestellt, dass er das Geld überhaupt hat? Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Bin ich schon am Hafen? Ich werde eigentlich, ich habe hier irgendwo schon Wasser gesehen. Aber doch nicht. Graue Haare, ja, graue Haare, das kommt durch die verschiedenen Tränkchen. Das ist so neben mir. Ja klar, wir sind doch direkt hier am Hafen. Das ist keine 5 Meter weit weg. Hier hätten wir auch kurz noch mit Rittersporn gemeinsam laufen können, oder? Obwohl prinzipiell am Hafen jetzt auch nicht so die präziseste Bezeichnung ist für einen Ort, oder? Weil so ein Hafen, der ist ja zum Glück überhaupt nicht groß da. Weißt du, wie es changed? Alter, wie Schönheit. Alter, nein, das ist der Krog und du bist besoffen. Oh. Ach, mein armer alter Rechner, da kommt einfach nicht mehr hinterher. Du willst das Scaling segeln? In deinem Alter? War das Scaling? Eine Hexe? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Aber ja. Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu. Als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Wenn es nicht sofort losgeht, dann das ist, ja. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Verdammt, ich dachte, er finanziert mir gleich direkt die Überfahrt mit. Das wäre natürlich witzig gewesen, wenn ich mich davon noch bezahlen lassen würde. Der alte Mann dachte für einen Moment, er hat einen Eigennamen. Okay, das ist der Maler. Hier steht doch relativ viel Farbe rum. Weil ich kenne noch eine andere Maler am Wald. Hallo, Tür. Oh. Das ist jetzt schlecht. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Tja, das. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch. Ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred! Wie viele Leute ich hier in letzter Zeit... Warum müssen wir denn hier schon wieder boxen? Warum kann ich nicht einfach Leute umbringen? Mal ohne Witz! Ja, Geralt, jetzt... Ah! Das wirst du bereuen. Mann, weil ich diesen Spiel auch einfach nicht richtig ausweichen kann. Weißt du, du kannst diesen scheiß Boxkampf nicht einfach mit Leertaste wegspringen. Das ist... Ach. Hallo? Hallo? Oder vielleicht ist oben mehr Platz. Vor allem gerade von oben müsste ja super die Chance. Warum muss ich immer alle Leute verprügeln? Kann ich sie nicht einfach töten? Hallo, hallo, Mann! Ich will Leute einfach nur töten! Wofür ist man ein Hexer? Vor allem kämpfen wir gegen zwei Leute gleichzeitig, ist immer scheiße. Sie wissen nur Level 11, die Burschen, aber trotzdem bin ich beim nächsten Mal tot. Na komm, mach deinen Move. Was? Ich hasse Boxkämpfe. Was immer Rautleck dir schuldet. Alles in diesem Haus gehört. Meine Boxkämpfe sind so behindert. Hol zurück. Geh zum Wiegelbut-Anwesen. Da verwettet Rautleck seine letzten Kronen bei den Rennen, schätze ich. Und jetzt verschwindet zum Teufel. Was zur Hölle? Ich hasse Boxkämpfe. Warum habe ich nicht einfach die Wahl, die Idioten zu töten? Vor allem, wie der mich auch getroffen hat. Ich stand da. Ja, das. Mann! Oh, das regt mich jetzt richtig doll auf. Das regt mich so auf, dass ein behinderter Kampf, den ich so nicht wollte. Ich wollte den Typen einfach umbringen. So zum Thema übrigens neulich, wo ich gesagt habe, dass menschliche Leben soll. Ich weiß aber, ich weiß doch, wo Rautleck eigentlich ist. Wir erinnern uns doch nochmal an diesen Halbling, der da mitten im Wald gewohnt hat, oder nicht? Das nervt mich richtig hart. Ach, hier ist das Gedächtnisrennen. Aha. Trotzdem, Boxkämpfe sind scheiße, mal ohne Witz. Das ist. Es kommt mir nicht so vor, als wäre Geralt besonders kräftig. Das ist, ach, das ist so hohl, das ist. Nja. Vor allem, Benken, warum hast du eigentlich keine Chance? Egal, schon wieder anwesend, der Wegelbund. So, das ist so groß. Also, man kann das Labyrinth ja sogar von oben sehen, das fällt mir jetzt erst auf. Und das ist vor allen Dingen auch so warm. Ich würde mich nicht wundern, wenn mir der Rechner mitten in der Aufnahme ausgeht. Ich auch nicht zaufern darf in solchen Kämpfen. Das ist. Wo hat man denn Magie, wenn man nicht schummeln darf? Wie viele Leute hier auch arbeiten auf so einem Anwesen? Die Wegelbutz. Die sind aber auch hässlich reich. Hier hinten ist das große Pferd drin, oder? Das möchte ich aber jetzt endlich gar nicht machen. Ich bin ja hier an so einem Pferd nicht Aber du knallst doch nicht, oder? Ich habe keine große Wahl mehr. Komm schon, Kumpel. Das können wir nicht zulassen. Mit wem soll ich denn dann weg? Komm, machen wir's. Noch eine Wette. Wenn du gewinnst, zahle ich deine Schulden und wir spielen weiter. Was meinst du? Und wenn ich verliere? Eins nach dem anderen, Kunde. Also, ich gehe los und mache meine Wette. Aha. Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Ja, da war ich schon und die haben Einen bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Loverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Ja, wer ist denn Graf de Loverten? Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Loverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Tja, und deine Sorge ist? Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich die Lovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Ja, denn, was? Der hat nur 200 Takler Schulden? Das sind viel Schulden? Dann frage ich mich ernsthaft, wie viel Geld Rittersporn erbeten hat. Das ist ja lächerlich. Ja, komm hier. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Das ist ja auch lächerlich. 200 Dinge. Ich dachte, das sind nur wie so zu 20.000. Wir werden unsere Anteile an den Marien. Komm schon, Petze.
Ich dachte irgendwie, das sind riesen viele Schulden, dass da irgendwie ein halbes Vermögen irgendwie, das ist, weiß ich nicht, so 5000 Gold oder so Schulden und nicht so lächerliche 2000, also wirklich 200, das ist ja nicht. Das ist. Da hätte ich ja wirklich gedacht, dass die Schulden vielleicht ein bisschen höher sind. Das ist, weil 200, das kann ich aus der Portokasse bezahlen. Da hat ja jedes Dorf mehr Schulden, mehr Geld für so einen Hexerauftrag. Also wirklich, das 200 Takta. Andererseits, das bringt natürlich das Geld auch ganz schön in Perspektive, oder? Wenn man erstmal weiß, dass 200 Gold eigentlich so viel sind, dann sind die 300 irgendwas, die wir aus so einem Dorfbewohner raus sind, eigentlich richtig viel. Andererseits macht das natürlich die Schwerter unfassbar teuer, wenn da wie so ein Schwert 2000 Silberchen kostet. Kronen ist die Währung von Novigrad. So, ich hoffe übrigens, meine Pferdeausdauer reicht noch bis zum Ziel. Ich glaube, der andere Typ ist dicht hinter mir. Kommt plötzlich jetzt noch den letzten Meter. Ah, ist ja nur eine Runde. Sehr schön. Ich habe mir gerade Sorgen gemacht, dass es mehr als eine Runde gibt. Das wäre doof gewesen. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Ich hätte 200 Gold. Also wirklich, das ist ja nichts. Hier oben könnte ich dann gleich wahrscheinlich diese komische Reitquest machen, aber ach komm, die machen wir jetzt nicht. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich die auch gleich machen, oder? Ich krieg jetzt nochmal einen Sattel zu gewinnen. Das Reiten ist ja echt nicht so schwierig. Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Ja, hier, nimm. Was? 100 Gold, ist ja lächerlich. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Gerald von Riva. Auf Plötze. Famos. Dein Gegner, lass mich mal schauen. Seamus Holt auf Athos. Also immerhin hat Gerald ja wissen, einen halbwegs brauchbaren Adelsnamen. Also es hört sich zumindest auf den ersten Blick an, adelig. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und los. Stimmt gar nicht. Los, Plätze. Los, los, los. Vor allem kenne ich ja, das ist... Dadurch, dass ich die Strecke ja gerade geritten bin, weiß ich jetzt, wo ich hier abkürzen kann. Das wollte ich das eigentlich gerade nochmal machen, weil jetzt weiß ich genau, was ich hier tun muss. Und kann schön schummeln. Aber der Typ ist doch gerade so ein Stück hinter mir, oder? Heya! Kann das sein, dass die mich auch gewinnen lassen? Weil der reitet ja sofort. Der rennt ja sofort in dem Moment, in dem ich vom Galopp runtergehe, rennt der ja auch sofort langsamer. Das ist eigentlich ganz schön lächerlich. Könnte ich nicht einfach normal Galopp machen, ohne Steuerung, einfach den Pfad hinterher reiten? Würde das funktionieren? Aber guck mal, der Gegner bleibt immer so ungefähr im gleichen Abstand. Ja, ich glaube, man kann das nur gewinnen. Weil ich das Gefühl, das ist... Also um das Pferderennen zu verlieren, muss man sich, glaube ich, richtig doll anstrengen. Aber da musst du schon was leisten. Herhören, herhören. Oh. Das Finale des Erasmus-Wegelbuth-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger... Oh. Das war das ganze Gedächtnisrennen? Nicht Lächeln. Übel. Aber machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz hätte härter sein können. See. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ein überlegener Rennsattel. Ja, das ist Spieler vielleicht. Ist der überlegene Rennsattel tatsächlich besser als... Was ist das für eine miese Gewinnquote? Was ist das denn eine überlegene? Was? Das ist meisterlich gefertigt? Überlegener Rennsattel? Was habe ich gerade für? Ich habe gerade den meisterlich gefertigten Rennsattel. Ach, nee. Lächerlich. Gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziemlich profitabel sein. Also, das würde, glaube ich, dann auch erklären, warum wir das hier so mit Leichtigkeit... Weg, ich gehe meinen. Das erklärt, glaube ich, warum wir das hier mit Leichtigkeit gewinnen. Wir haben ja einfach schon den... Dadurch, dass wir diesen einen Rennsattel, den wir vorhin mit den, wir haben den komischen Typen, den General und den... Wo waren das noch? Der Adels-Dings war, die komische Hofdame, die sich da reingeheiratet hat. Dass wir dadurch, dass wir was gewonnen haben... Achso, was gibt's hier noch? Achso, ja gut, das Rennen. Kann man das immer wieder machen? Ist das eine unendliche Geldquelle? Das wäre witzig. Warte mal, wo wohnt Dingsbums? Der wohnt, ich glaube, hier wohnt der irgendwo, ne? Ich hätte einfach nur gucken müssen mit die Kiste, ich bin doof. Na gut, wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Witcher 3 weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.